Guten Abend, meine Damen und Herren, zu unserer neuen Folge unserer Gesprächsreihe Metz oder Con. Unser Gast heute ist die österreichische Künstlerin Gloria Benedikt. Gloria Benedikt übersetzt Forschungsergebnisse, zum Beispiel zu Klimawandel, Artensterben, Ressourcen und Migration in Musik, Theater und Tanz. Ihr Ziel ist es, ein abstraktes Wissen erlebbar zu machen und durch davon ausgelöste Emotionen Verhaltensänderungen anzustoßen. Bevor ich Sie ein bisschen näher vorstelle, möchte ich aber gleich ein Video einblenden, das ein bisschen einen Einblick vermitteln kann in die Arbeit, die sie leistet. We believe that the collaboration between science and arts could bring change, perhaps change in the mindset of all of us, of every single citizen, because after all, the transformations will be done also at the level of the individual agendas. Millennia passed with this dual message of being both conquerors and stewards. When populations were small and resources plentiful, the incongruities could be mostly ignored. However, recently, tensions emerged between our desires and the boundaries of our planet. Practices that worked for us in the past are now becoming dangerous. A new interpretation is needed from a sea of different voices existing in the world, one that considers fairness, compassion, limits, kindness and courage. How can we as a species learn to prevent instead of respond to a crash? Would you stop driving to live in a sustainable world? Would you stop eating meat to live in a sustainable world? Would you give $1 a year to live in a sustainable world? The link between knowledge and action seems to be missing. It's a race against time. How can we create an enlightened sense of mutual responsibility so people and their governments act in ways that enable sustainable development? We must learn to measure the health of our systems, their fitness, their adaptive capacity, the equality of opportunity that they generate, their overall health. And with these tools of measurement, we can then find the sweet spots to optimize our systems, our companies, civilization itself, so that we can generate a field that generates and supports life itself. I think that everybody has heard now many times that we have agreed last year, 17 goals for the sustainability. And then we asked that, have you understood it? Now, you have seen the dance. Have you felt it? Of course, we have studied the subject with our brains, but have you seen it with your heart? Have you understood that you need both your brains and your emotions? And it's not enough that we do that. Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve me, I will understand. Let beauty be the new form of wealth. Ja, dieses Video hat einen gewissen Einblick gegeben in die Arbeit von Gloria Benedikt. Gloria Benedikt ist ausgebildete Tänzerin und Choreografin. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gespräch. Guten Morgen. Sie sind am Staatsopern, an der Ballettschule der Staatsoper ausgebildet als Tänzerin und auch am an der English National Ballet School. Und seit 2002
sind Sie aktiv als Tänzerin und Choreografin in mehreren europäischen Ländern und in den USA gewesen. Sie haben einen Studienabschluss an der Harvard University gemacht und sich danach in künstlerisch innovative Projekte vertieft und Projekte erarbeitet, die einerseits darstellende Kunst und Wissenschaften verbinden, um globale Herausforderungen zu lösen. Und 2015 wurden Sie dann angestellt als erste Research Associate für Wissenschaft und Kunst am International Institute for Applied System Analysis, kurz IASA, in Luxemburg bei Wien. Und seit 2018 haben Sie dort das Science and Art Project geleitet. Ich wollte Sie fragen, können Sie ganz kurz etwas über IASA erzählen? Dieses internationale Institut in Luxemburg macht tolle Arbeit seit vielen Jahren, ist in einer breiten Öffentlichkeit aber vielleicht nicht so im Detail bekannt. Was macht IASA? Was können Sie das ganz kurz schildern? Ja, also IASA wurde Anfang der 1970er Jahre gegründet, also mitten im Kalten Krieg. Und der Gedanke war damals, dass es wichtig wäre, einen Raum zu gründen, wo Wissenschaftler oder ein Ort, ein Institut eben, wo Wissenschaftler von Ost und West zusammenarbeiten können, weil das gab es damals nicht. Und der amerikanische und russische Präsident haben sich dann dazu verständigt, dass das gut wäre. Und so wurde IASA dann gegründet und hat sich dann in der ersten Zeit sehr viel mit Spieltheorie, also einer typischen Kalte Kriegwissenschaft, beschäftigt. Aber das Besondere war, abgesehen von dieser Wissenschaftsdiplomatie-Initiative, dass schon damals Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler miteinander gearbeitet haben. Heute würde man natürlich sagen, das ist ja das Normalste der Welt, aber das war damals nicht so. Damals waren die Disziplinen noch viel weiter auseinander. Und IASA war auch einer der ersten Orte, wo sozusagen diese Interdisziplinarität gelebt wurde. Und wie der Kalte Krieg dann vorbei war, war natürlich die Frage, brauchen wir das Institut jetzt noch? Aber damals hat sich dann eben schon herausgestellt, dass eben ein anderes großes Problem kommt. Und das ist eben der Klimawandel. Und der Fokus ist seither eben auf Klimaforschung und Nachhaltigkeitstransformation. Also das ist sozusagen ein bisschen was über das Institut. Und wie ich dann reinkam, war natürlich das eine Erweiterung von diesem Gedanken der Interdisziplinarität, dass man vielleicht nicht nur Sozial- und Naturwissenschaftler zusammenbringen sollte, sondern vielleicht braucht man auch die Geisteswissenschaften und Künstler. Und meine Hoffnung oder mein Traum ist natürlich, dass man dann in 10, 20 Jahren sagen wird, dass Künstler und Wissenschaftler zusammenarbeiten, das ist ja das Normalste der Welt. Natürlich kann man nur so komplexe Probleme lösen, so wie wir heute über Sozial- und Naturwissenschaften denken. Aber man wird sehen, ob sich das so entwickeln wird. Ja, Sie haben schon erwähnt, und ich habe es am Anfang auch kurz erwähnt, Sie sind eben vor 6 Jahren von IASA angestellt worden und eingeladen worden, herauszufinden, ob und wie Künstler und Künstlerinnen auf der einen Seite und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der anderen Seite zusammenarbeiten können, um die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu unterstützen. Sie sind also in ein völlig neues Feld auch für IASA hineingekommen. Wie sind Sie Sie haben also kein Modell gehabt, nachdem Sie sich dort orientieren konnten. Wie sind Sie diese Aufgabe angegangen? Woran haben Sie sich orientiert? Ja, also ich hatte das Privileg sehr großer Freiheit. Ich konnte mit einer Idee kommen und die wurde dann natürlich auseinandergenommen, diskutiert. Und wenn der Direktor überzeugt war, dann hat er einfach gesagt, go ahead and do it.
Und dann haben wir experimentiert. Also das war wirklich ein Riesenprivileg, weil ich eben keine Formulare ausfüllen musste und sagen musste, das soll dabei herauskommen, weil in dem Moment, wo man sich vorstellen, wo man schon im Vorhinein sagen muss, was das Resultat sein soll, arbeitet man in diese Richtung. Und genau das, was eigentlich das Ziel ist, Innovation, geht ja dann ganz verloren. Und so war das eigentlich also das Privileg von Innovation pur. Aber die Idee und die Begründung musste natürlich wirklich handfest sein. Und die Forschungsfrage, die mir der Direktor sozusagen grundsätzlich aufgetragen hat, war eben herauszufinden, ob Künstler die kognitive Transformation unterstützen können, weil wir eben, bis dahin eher der die Auffassung war, dass Wissenschaft, Technologie und neue Gesellschaftsmodelle die Probleme lösen können. Aber er war einer, ich glaube, der Ersten, die da gesagt haben, nein, wir brauchen eine kognitive Transformation und wer kann uns dabei helfen und vielleicht könnten das Künstler sein. Und jetzt, um auf dieses erste Stück, das Sie gesehen haben, einzugehen, das war eben eines der ersten Stücke. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne dieses traditionelle Debattenformat in Frage stellen. Wie sprechen wir über Probleme? Wie analysieren wir? Und dieses traditionelle Debattenformat ist ja ungefähr so, zwei, drei Experten gehen auf die Bühne, jeder spricht 5 Minuten, dann kommt der Moderator, sie diskutieren zusammen, das Publikum sitzt auf seinen Stühlen und hört zu und kann am Ende ein paar Fragen stellen und dann, wenn die Debatte gut moderiert war, versteht das Publikum vielleicht das Thema besser, aber das war es dann. Und ich wollte da eben sozusagen in Frage stellen, ob es da nicht ein besseres Format gäbe. Und habe dann zunächst einmal damit begonnen, mit einer Gruppe von Wissenschaftlern darüber nachzudenken, was wäre denn eine gute Frage, über die wir sprechen können? Was macht denn überhaupt im Moment Sinn? Und dann haben wir ein paar Wochen lang einmal die Woche uns getroffen und diese Frage sozusagen herausgearbeitet. Und danach haben wir einen Text geschrieben, der voller Metaphern war, also ein Typ, nicht ein wissenschaftlicher Text, das war auch eine Herausforderung für die Wissenschaftler. Und dann habe ich begonnen mit meinem Kollegen Mimo Mikulis, den Sie eben gerade im Video gesehen haben, der übrigens Italiener ist und mit dem ich sehr viel gearbeitet habe in den letzten Jahren, an der künstlerischen Seite zu arbeiten. Und mein Instinkt war eben, dass das am Anfang nur Tanz und Musik sein soll, um sozusagen die Herzen zu öffnen und Richtung die Emotion, an die Emotion zu appellieren. Und dann erst sozusagen mit den Inhalten reinzukommen. Und dann im zweiten Teil, den Sie kurz gesehen haben, sitzen wir dann eben auf Stühlen auf der Bühne, so wie Debattierende. Aber es läuft eben ein Text im Hintergrund und wir visualisieren diesen Text. Also es war auch ein bisschen metaphorisch. Wir choreografieren jetzt etwas, wo wir auf den Stühlen sitzen, als würden wir sprechen, aber wir sprechen mit dem Körper. Aber der Text ist natürlich auch im Hintergrund, um das eben wirklich das Thema nahezubringen. Und und dann kam eben diese Videoinstallation, wo ich mir gedacht habe, es ist wichtig, dass auch die Wissenschaftler dann mit uns auf der Bühne sind. Und da haben wir eben diese Installation gemacht, wo sie eben diese Fragen stellen und an das Publikum eben. Und dann haben wir es irgendwie die große Frage in der Debatte gestellt und dann kamen eben die hinein, die hatten auch eine Probe, damit sie ihren Einsatz wissen und ja, so ging das weiter. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch zu diesem Stück war eben, wie ich mir überlegt habe, wer soll jetzt eigentlich da debattieren? Und ich habe dann die ehemalige Präsidentin von Finnland, Tarja Halonen, gebeten und ich habe zu ihr gesagt, ich denke, wir müssen was Neues probieren. Und
sie, und ich war natürlich nervös, weil sie ist die ehemalige Präsidentin aus Finnland und macht die jetzt mit bei meinen verrückten, vielleicht verrückten Ideen. Und sie hat mir dann die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, du hast recht, wir müssen was Neues probieren und ich bin dabei. Und das war halt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, es ist, was ich da mache, hat vielleicht auch wirklich Sinn. Und das war halt sehr, sehr ermutigend, dass wir das Stück so machen konnten, dass sie mitgewirkt hat. Und ja, das ist die Geschichte zu Courage. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und vielleicht war ich da noch kurz fertig. Und dann, also wir haben zum Beispiel dieses Stück gemacht und dann habe ich mich hingesetzt und mir eben überlegt, okay, was hat da jetzt funktioniert, was war in diesem Prozess, was kann man verbessern, welche neuen Fragen haben sich jetzt aufgetan und dann habe ich eben mit jedem Stück sozusagen immer versucht, mich weiterzutasten, um dahin zu kommen, wo wir heute sind, wo ich sage, ja, das ist wie eine neue Sprache für die Wissenschaft. Aber es war wirklich sehr experimentell im Sinne von, wir probieren etwas, dann analysieren wir und darauf aufbauen, probieren wir das Nächste. Und das war immer wirklich von einem Stück zum Nächsten, das waren nicht mal Jahrespläne. Also das war eben auch ein Riesenprivileg, das so machen zu können. Ja, ja, ja. Ja, eine neue Sprache für die Wissenschaft entwickeln. Auch die Kunst muss sich irgendwie aus ihren traditionellen Parametern lösen und mit anderen Disziplinen verbunden werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Können Sie da auch Beispiele geben? Ja, also um es vielleicht ein bisschen kurz zu analysieren, was ich zumindest da als Hintergrund sehe, die Notwendigkeit zu dieser Lösung jetzt, das ist ja eigentlich in der Kunst seit 1945 so gewesen, dass es die Tendenz gab, das kulturelle Erbe zu erhalten. Und 1945 ist es natürlich ganz logisch, weil nach zwei Weltkriegen ist natürlich am Anfang dieses Bedürfnis da, sicherzustellen, dass dieses kulturelle Erbe, das wir in Europa haben, weiter bestehen bleibt. Laut meiner Analyse zumindest, denke, dass dann dieses kapitalistische Denken dazu beigetragen hat, dass dieses kulturelle Erbe erhalten der dominierende Ansatz bleibt. Und daraus hat sich ein Kulturtourismus entwickelt, weil man damit eigentlich Geld verdienen kann. Also, man investiert sozusagen in die großen Institutionen, gerade in Österreich. Und dadurch, und da wird auch exzellente Kunst natürlich produziert. Und Menschen kommen aus der ganzen Welt, nicht im letzten Jahr, aber normalerweise und hoffentlich bald wieder. Und die natürlich wohnen dann in Hotels und gehen in Restaurants essen und so weiter. Und so hat man also eine große Wertschöpfung. Und ja, einfach, es hat sich so entwickelt. Und der Großteil des Budgets geht eben in dieses Erhalten von einem kulturellen Erbe, ein relativ kleiner Teil geht in die zeitgenössische Kunst und die hat sich in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich mit sozialen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit auseinandergesetzt. Aber eben viele der brennenden Themen heute sind auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basierend und das ist nicht unbedingt etwas, wo sich Künstler naturgemäß auseinandersetzen. Also Künstler tendieren dazu, sich mit sozialen Themen auseinanderzusetzen. Und das Interessante ist halt, dass diese brennenden Themen, die auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, in Wirklichkeit ja soziale Themen sind. Weil Klimawandel ist in Wirklichkeit, wenn man das übersetzt, wird das eine Frage von
Generationengerechtigkeit, Ressourcengerechtigkeit, Migration, Krieg und Frieden und so weiter. Und auch es kommen dadurch jetzt auch große philosophische Themen zurück, wie zum Beispiel, was ist meine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und wie ist die mit meiner Freiheit als Individuum vereinbar? Also das ist jetzt zum Beispiel eine große Frage, die durch die Pandemie gekommen ist. Und die Pandemie hat aber natürlich auch wieder mit unserem Umgang mit der Natur zu tun. Also es ist eigentlich alles verbunden. Und zum Beispiel in den nächsten Jahren wird eben auch die künstliche Intelligenz vermehrt zum Einsatz kommen. Und dann wird es darum gehen, eine alte Frage neu zu beantworten, nämlich, was ist es, Mensch zu sein? Und in allen diesen Themen brauchen wir eigentlich Künstler, die dazu einen Beitrag leisten. Und da sehe ich wirklich das Potenzial und die Notwendigkeit der Kunst sozusagen raus aus der eigenen Domäne zu steigen und zusammenzuarbeiten. Ja, ich möchte vielleicht ein bisschen konkreter auch Ihre Arbeit noch vorstellen anhand von zwei Beispielen. Wir werden also noch zwei Videos zeigen. Das erste nennt sich Migraspectives. Es betrifft das Thema, das Sie auch schon erwähnt haben, Migration. Möchten Sie kurz zu diesem Projekt etwas sagen, bevor wir das Video zeigen? Oder möchten Sie lieber nachher darüber sprechen? Nein, ich würde vielleicht etwas, ja, zuerst zur Entstehungsgeschichte erzählen. Also das Stück ist 2018 entstanden. Der Anlass war, dass 150 Entscheidungsträger aus 40 Ländern bei EASA zu Gast waren, um sich über das Thema Migration und demografische Entwicklung auszutauschen. Und ich wurde gebeten, einen Beitrag zu leisten. Und damals, Sie können sich vielleicht daran erinnern, ist gerade ein Boot im Mittelmeer gekreist, ein Boot voller Flüchtlinge, und das durfte ich jetzt anlegen. Und ich habe gedacht, ich nehme dieses Szenario aus der echten Welt und setze mich damit auseinander. Und wir haben dann die Kulturtheorie, Cultural Theory, also die Mechanismen der Cultural Theory verwendet, um uns mit der Problematik, die vor unseren Augen passiert ist, auseinanderzusetzen. Und nur um kurz zu erklären, was die Cultural Theory ist, also die beruht auf der Feststellung, dass es im Großen und Ganzen drei Weltanschauungen gibt, die wir Menschen haben. Egalitarian, Hierarchical Individualist heißen die. Also ein Egalitarian, jemand, der zum Beispiel zu den Egalitarians zählt, der sieht eben ein bisschen so wie die Menschenrechtskonvention, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben und so weiter. Also wenn man das jetzt auf die Bootsproblematik umsetzen würde, sagt zu jemand, alle Menschen haben das Recht, jetzt vorzugehen, weil wir alle Menschen sind, wir alle gleich sind. Und wenn man den Hierarchical Worldview hat, dann ist man eher darauf bedacht zu denken, es geht hier, wir brauchen Ordnung, wir brauchen Sicherheit und wir können jetzt nicht alle Leute aufnehmen und so weiter und so fort. Sie kennen das bestimmt. Und dann eben die dritte ist eben der Individualist, der würde dann eben sagen, also wenn da Menschen sind, die jetzt Fähigkeiten haben, die wir brauchen, dann sind die willkommen. Und die Kulturtheorie sagt eben, dass das Problem in der Politik oft ist, dass sich dann eine Weltanschauung durchsetzt, aber damit kann man eben keine nachhaltigen Lösungen erreichen, weil man die Bevölkerung damit nicht an Bord hat. Weil es eben drei Weltanschauungen gibt. Und man sollte versuchen, eben alle drei eine Lösung zu finden, die alle drei Weltanschauungen einbezieht. Und dann hat man eine nachhaltige Lösung, die auch langfristig mitgetragen wird. Und in diesem Ausschnitt, den Sie gleich sehen, wir haben das dann eben daraus
ein Szenario erfunden, wo es drei Regierungsvertreterinnen gibt, die sind alle Frauen, und die vertreten eben diese drei Weltanschauungen und müssen jetzt eben eine Lösung finden. Und das Publikum wird dazu angeregt, jetzt Lösungsvorschläge zu machen, und die Regierungsvertreterinnen versuchen, die dann eben umzusetzen. Und da sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt. Ja. Let me try one of the propositions that I have here. And the proposition is that we should consider costs and benefits of accepting immigrants and invite only those who fit the skills needed in the host country. I think that's a great idea. No. Thank you. Is there a plumber on this boat? Fantastic. How can you take anyone? We need to trust him. We need to know if we can trust him in our country. They will integrate. Don't worry. We need their skills. It's not about this or that. We need to save their lives first. We need to make sure our country is secure. No. We cannot jeopardize our society. They are all human. This is the most important thing. But we can't save the whole world. We need certain... We could save them. No, we need you and you... I won't come. I go back. Great. Okay, stop. This didn't work. We have to have some agreement in the government. No, stop that. This is against dignity. We need to know if we can trust them. He's a human. We couldn't deal with him like this. What about our people? Are you not thinking of our people? They're scared. Okay, this discussion is too lengthy. This screening does not work. As you can see, the situation is dire, so please don't forget to send your advice. Please, could we let them first? Please. Okay, fine, but... Okay. Can you take your hood off? And you just... Yes, okay. Thank you. Next one. But make sure that they're not just adapting to our values, but also that they are going to get an education. If we're going to accept the most needed people... We will support them in our country. They will integrate. Stop. Don't worry. Stop. It's too many. We have already too many. We cannot deal with more than this. But I'm very sorry. We should support them as well. Then we should have agreements with their governments in their countries. Fine. We will agree. Yes, we should do that. Ja, das war das Video zum Projekt Migraspectives. Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Ja, also vielleicht zwei Dinge, die noch interessant sind. Also die Flüchtlinge in diesem Boot, die Sie gesehen haben, das waren die Wissenschaftler. Und es war für Sie, also Sie haben mir das im Nachhinein erzählt, dann eine sehr berührende Erfahrung, weil Sie normalerweise ja zu Daten erheben, wo diese Menschen Zahlen sind, und plötzlich waren sie selber diese Menschen. Und auch für die Entscheidungsträger im Publikum, die müssen ja auch diese Entscheidungen treffen, wo sie die Lage am Papier sehen, und plötzlich sind sie sozusagen in die Situation hineinversetzt worden und mussten irgendwie überlegen, ist das jetzt noch Fiktion? Wer sagt mein Kollege jetzt wirklich oder spielt er jetzt? Und es war auch für Sie eine sehr, sehr berührende Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel, wie man eben so komplexe Themen erlebbar machen kann. Das war jetzt natürlich ein Expertenpublikum und auch ein Expertenpublikum gemacht. Aber womit ich mich in den nächsten Jahren beschäftigen möchte, oder zumindest in nächster Zeit, ist dann zu überlegen, wie könnte man eben solche Simulationsspiele auch für alle Bürgerinnen und Bürger aufstellen, weil ich denke, dass dieses Erleben von komplexen Sachlagen wirklich dabei helfen kann, vielleicht die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und auch die Problematik besser zu verstehen. Das. Ja.
Ich möchte vielleicht zum zweiten Projekt noch kommen, das ich gerne vorstellen wollte. Das nennt sich Dancing with the Future. Können Sie da ein bisschen dieses Projekt beschreiben? Worum geht es dort? Ja, also ich habe 2017 für Altbach ein Stück zur Spieltheorie gemacht und bin dann dadurch auf die Mechanismen der Kooperation gestoßen. Das ist eigentlich aus der Verhaltenswissenschaft. Und ich fand diese Einsichten so grundlegend wichtig, dass ich mir gedacht habe, wenn alle Menschen das verstehen würden, dann würden wir weiterkommen. Und das ist eben überhaupt nicht, also diese Mechanismen der Kooperation sind eben nicht bekannt. Und ich habe mir gedacht, die könnte man sehr gut vertanzen, also eben physisch darstellen. Und also solche Mechanismen sind zum Beispiel direkte und indirekte Reziprozität und es gibt natürlich Einsichten zum Verhalten von Gruppen, wie die von Natur aus miteinander kooperieren. Und das wollte ich sozusagen, ich wollte diese abstrakte Theorie durch Tänzer verkörperlichen. Und das wiederum hat dann eben zu zwei großen Fragen geführt, die ich glaube, aus heutiger Sicht noch mehr im Rampenlicht stehen. Das eine ist, wie können wir globale Kooperation erreichen? Weil eben, um globale Probleme zu bewältigen, brauchen wir eine viel größere Dimension der Kooperation, als es uns von Natur aus gegeben ist. Also wir als Menschen können wir sehr gut in kleineren Gruppen kooperieren, aber global, das war noch nie notwendig. Und heute sehen wir das gerade, zum Beispiel mit der Impfung, dass eben jetzt jeder sagt, wir brauchen globale Kooperation, damit alle Menschen geimpft werden, weil wenn jetzt einzelne Staaten ihre ganze Bevölkerung durchimpfen, können wir das Problem immer noch nicht lösen. Wir sind erst sicher, wenn wir alle geimpft sind und dann haben wir die Pandemie bewältigt. Und ich denke, in den nächsten Monaten wird man das sehr schön, vielleicht den ersten großen Erfolg, hoffentlich, von globaler Kooperation sehen, weil das so dringend ist, dass wir gar nicht anders können. Und ich hoffe, dass dadurch dann auch Lehren gezogen werden, dass wir auch andere große Probleme ähnlich erfolgreich bewältigen werden. Und die zweite große Frage, die eben durch dieses Stück Dancing with the Future hervorgekommen ist, war, können wir mit der Zukunft kooperieren? Weil auch dieses vorausschauende Handeln ist uns nicht angeboren. Wir sind eigentlich gewohnt, auf das, was im Moment passiert, zu reagieren. Aber wir haben natürlich sozusagen als Menschheit schon Fortschritte gemacht, weil wir so etwas wie einen Generationenvertrag haben. Also den Gedanken, dass es unseren Kindern besser oder zumindest gleich gut gehen sollte. Und auch der ist im Moment natürlich sehr in Frage zu stellen, ob das möglich sein wird. Und aber das setzt sich jetzt immer mehr durch und wir werden auch in den nächsten Jahren sehen, ob es uns gelingt, sozusagen mit der Zukunft zu kooperieren, einfach um diesen Generationenvertrag auch in Zukunft einhalten zu können. Ja, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Bevor ich das Video abspiele, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Mitwirkung und für Ihre Bereitschaft, von Ihrer Arbeit so eindrucksvoll zu erzählen. Und wünsche Ihnen auch für neue Projekte, für die neuen Ufer, auf die Sie vielleicht jetzt in nächster Zeit aufbrechen werden, alles Gute. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Evolution is struggle for survival. Fierce competition. The stronger survive. The ruthless dominate. Selfishness triumphs. You are the survivors. Your ancestors were the winners. An unbroken line of winners connects you to the origin of life.
years ago. This is evolution. Keep fighting. Your ancestors were those who helped others, who received help from others. An unbroken line of cooperators connects you to the origin of life. You are the fruits of cooperation. While humans strive for goodness, there is temptation to defect. Cooperation invites exploitation. Is never stable. Waxes and wanes. Comes and goes. Reverts to selfishness. Cooperation is lost and has to be reinvented. It does not come for free. It is not easy to maintain. The opportunity is slippery. The moment, fleeting. The future is uncertain. How much of the resources of the fossil fuels that we have would you extract in order to address current problems? It is a dilemma, because what we do today will affect future generations. The question is, how much do you want for your country and all the countries here represent current generation? And this current generation will be represented in a moment by this dancer. And how much you want to leave, maybe, for future generations that are represented by other dancers. So even if we use all resources, we still have big problems, and we still put future at risk. Science has also realized that cooperation is essential. Science has identified mechanisms for cooperation. I help you today. You help me tomorrow. If I fail you now, you fail me later. Forgiveness is essential. Forgiveness restores cooperation once it has failed. Winning strategies are generous, hopeful, and forgiving. Indirect reciprocity. I help you. Someone helps me. Give and you shall receive. Interactions occur in a group. Someone is watching. Forgiveness is essential. Empathy. Compassion. Indirect reciprocity. The fabric of society. That which makes us human.
please all sit down, and we have a new outcome now. And it's different than the previous decision. And it's maybe not a happy end, but would it be realistic? It's not ideal, but it is a step forward. You are the products of evolution. You are the fruits of a quest for cooperation. Can you cooperate on a global scale? Can you cooperate with the future?